So, zweiter Part für heute. Wir werden noch einige machen, keine Sorge. Allerdings habe ich gerade ein bisschen Schiss davor, wenn wir hier weitermachen müssen. Ich habe nämlich vor, einige Parts noch zu machen. Also wortwörtlich einige Parts. Dafür müssen wir erstmal jetzt diese ganze Infanteriepracht erledigen, die da auf mich zukommt. Es gibt uns ein geiles Punkte. Wir haben nebenbei schon den 12. Armee der Japaner überholt. Das ist gut. Oh, Banzai. Ja, da fliegen wir mal ab und zu mal ein paar Flugzeuge hier und stürzen irgendwo ab. Sehr interessant. Oh, und Calliopes. Ist gut. So, ein bisschen Fanatismus mit Terror spielen und den Japanern übelste Verluste entgegenbringen. Fällt mir gerade ein, ich habe ein bisschen wenig Panzerabwehr. Ein bisschen mehr in die Schaden. Die könnten wir da hinten auf die beschissene Infanterie schießen, die mich abgrundtief nervt. So, bisher sieht es sehr gut aus. Bisher sogar noch ein Sieg. Wir haben aber noch 5 Minuten, die wir halten müssen. Erst danach zählt es wirklich als Sieg. Und nicht, wenn wir es gerade geschafft haben, sie zu überholen. So, der Greyhound, der müsste doch an sich in der Lage sein, die zu erschießen, oder? Naja, die Artillerie macht gerade die Übriges. Insofern passt das schon. So, was haben wir da jetzt noch? Infanterie wäre noch ein bisschen gut. Ein bisschen Flugabwehr noch, kann auch nicht schaden. Alles her damit, alles her damit. Kann man alle die brauchen, alle die brauchen. Und so wie es aussieht, tun wir diese Mission mit Bravour abschließen. Ich weiß nicht, die KI hat hier so einen Fehler, die macht die beiden Hauptquartiere nicht kaputt, die uns immer wieder 150 Punkte geben. Irgendwie machen diese Einheiten nicht richtig kaputt. Und, naja. Um es ganz vorsichtig auszudrücken, ich habe keine großen Probleme dann, wie die ganzen Einheiten langsam auszuschalten. Vor allem, wenn die Japaner größtenteils mit Scharfschützen ankommen und ich mit den Pershings entgegenrolle. Insofern ist diese erste Mission, ja, ich will nicht sagen einfach, aber nicht wirklich schwer. Ich meine, guck mal, wie viele Jeeps da sind. Können wir alle erledigen. Natürlich ist die Technik mit Scharfschützen anzugreifen, die normale Infanteristen wegrotzen wie sonst etwas, übelst gut. Auch übelst effektiv. Nur man muss sie richtig einsetzen. Sprich, da muss ein Aufklärer dabei sein. Dann ist es richtig stark. Stark. Witz verstanden. Und die geben uns hier wieder Verstärkung. Ist auch gut. Immerhin habe ich keine eigenen Panzer zugesehen. Okay, da anzugreifen wäre doof, es sei denn, ich habe Tarnung, die besitze ich aber nicht. Halt nicht. Man könnte auch noch mit Scheinoffensiven versuchen, den Feind ein bisschen zu verwirren. Aber das ist notwendig. Das haben wir locker im Sack. 3 Minuten noch und wir haben ja, mehr als 2000 Punkte Vorsprung. Und so wie er seine Truppen immer dann einsetzt, ist das ein lockerer Sieg. Auch wenn wir den Flugplatz hier vorne verloren haben, ist nicht schlimm. Sonst gibt es noch irgendetwas. Hier vorne. Ja, man könnte sich hier auch noch ein bisschen was erobern, aber es ist einfach nicht notwendig. Man muss sich einfach hier nur stur halten. Okay, warum greifen hier die Bunker an? Naja, haben nichts anderes zu tun. Aber sieht auch, die japanischen Scharfschützen bringen einfach nichts, wenn. Naja. Wenn sie den Feind nicht sehen. Aber ansonsten seht ihr, wie die wegrotzen. Die rotzen gut weg. Deswegen wäre es eigentlich angebracht, wenn ihr in den Wald geht. Verstärkung habe ich erhalten. Oh, ein T-95. Sehr interessant.
verdammtes Drecksvieh quasi. Oh, japanische Flugzeuge. Naja, da ich meine Flak gut verstärkt habe, sollten sie nicht so sehr das Problem sein. Ne, alle weg. Und falls hier einer meint, mich aufklären zu müssen, ist er weg. Gut, eine Minute noch. Das ist auf jeden Fall ein klarer Sieg. Aber, na, ein bisschen Flakfleisch noch, wir haben gerade was verloren. Hier gibt es noch ein paar Punkte und da gibt es noch ein paar Punkte. Ich meine, ich finde diese Mission ja gar nicht schlecht oder so. Sie ist auch ganz nett, aber irgendwie die Idee des Szenarios, dass die Japaner da gelandet sind, jetzt bis in die Ostküste vorgedrungen sind, quasi alles überrannt haben. Entschuldigung, aber es gibt bessere Ideen für Szenarios. Da können sie auch einfach sagen, die Japaner sind in Kalifornien gelandet und jetzt müssen wir, keine Ahnung, es zurückerobern. Bisschen realistischer. Das war auch immer noch ein bisschen doof, aber... Was macht der eigentlich da? Oh, egal. Ist egal, was er macht. Wir haben gewonnen. Da passiert nichts mehr. Das heißt, ich kann euch noch die zweite Mission zeigen. Vielleicht können wir sogar versuchen, sie noch zu schaffen. Wenn wir sie schaffen, wäre geil. Wenn nicht, tun wir es in den nächsten Aufnahmen mal ausprobieren. Denn ich habe vor, zwei Aufnahmen in diesem langen Wochenende zu machen, so gesehen. Sprich, heute drei Folgen und, keine Ahnung, morgen drei Folgen oder so. Oh, keine 15 Flugzeuge zerstört. Schade. Oh, keine 75 Infanteristen erledigt. Was soll's. Mal sehen wir halt. Ich habe die Mission schon mal erfüllt. Oder wie war das? Ja, habe ich schon mal erfüllt. Ist gar besser. Sehr schön. Dann haben wir diese erste Mission abgeschlossen. Es sind nur noch zwei übrig. Und beide beschissen. Fangen wir mit der ersten an. Ostfriesland, Deutschland. Als die alliierten Streitkräfte im Frühjahr 45 in Deutschland eindringen, schickt Japan Expeditionsstreitkräfte für seine europäischen Verbündeten. Na klar. Dort die Streitkräfte in Ostfriesland landeten, ist Berlin bereits gefallen. Das Dritte Reich steht kurz vor der Kapitulation. Daher hat die kaiserliche Armee keine Wahl, als sofort loszuschlagen, ohne darauf zu warten, dass ihre gesamte Ausrüstung abgeladen ist, um einen Brückenkopf zu sichern, zu richten und die Reste der Wehrmacht aufzusammeln. Okay, was immer wir machen müssen. Neutralisiert das britische Hauptquartier innerhalb von 25 Minuten. Okay. Klingt nach einem Plan. Ich hab die Mission gar nicht mehr im Kopf. Also die erste habe ich noch gut im Kopf gehabt, aber diese gar nicht mehr. Oh. Ja. Hä. Das britische HQ neutralisieren war die Aufgabe, ne? Gut. Ah, ich habe einen Deutschen bei mir. Ich habe keine Einheiten. Gut. Ich habe keine Einheiten. Ich besitze keine Einheiten, Leute. Ich besitze eine Maus mit dem Namen Nori. Einen unbewaffneten Aufklärer. Und noch einen unbewaffneten Aufklärer. Und habe sonst nichts. Ich habe noch einen Scharfschützen und einen Sturmpionier. Was ist denn das? Eine massive Stellung. Jetzt ist die Frage, was zum Teufel kann das? Bleibt mal hier vorne, Jungs. Wonach sieht denn das aus? Für mich sieht das aus wie ein Ding, was auf Flugeinheiten oder Bodeneinheiten schießen kann. Also, Pioniere, ab in der Wald. Kann ich euch vielleicht tarnen? Tarnnetz? Nee, Tarnnetz ist ja für Gebäude. Nö, kann ich euch nicht tarnen. Achso, Heiz darf ich oder was? Auf einmal darf ich bauen. Also, ich darf bauen, aber ich darf... Man muss es einfach nicht verstehen. Also, auf den Tarn nicht mal.
So, hier haben wir japanische Einheiten. Da gehen wir mal ganz schnell auf den hier rüber. So, jetzt den Bunker zerstören wir mal ganz schnell. So, was haben wir für Infanterie? Die normalen Infanteristen der Japaner, die Scharfschützen. Davon bilde ich mal zwei weiter aus. Und die normale Infanterie ein paar Stück von. Ups, jetzt bin ich kurz gegen das Mikro gekommen. So, das da oben kaputt machen. Mhm. Ich hoffe, der Deutsche macht ein bisschen mehr, als nur um Ressourcen zu schürfen. Doof. Okay, doof. Zwei neue Pioniere. Was ist das? Achso, Luftabwehr. Na gut. Ich brauche mal erstmal die schweren Geschütze bei den Japanern. Dass wir auch ein bisschen Panzersturm machen können. Nebenbei, ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich die Mission bei den Japanern mal gespielt habe. Und noch einen kleinen Aufklärer. Gut. Dann verlängern wir mal Tarnung. Infanteristen haben wir soweit ganz gut. Jetzt brauchen wir erstmal einen Aufklärer. Und zwar den schicke ich mir hier ins Wäldchen rein. Dann schicke ich auch noch welche ins Wäldchen rein. So, hier kann ich nichts mehr Neues holen, aber ich habe jetzt meine schweren Panzer fertig. Ah! Sieh an! Französische Infanterie. Wo mir die Franzosen herkommen, aber okay, Franzosen. Okay, dann werden die Franzosen wahrscheinlich überall in den Stadtgebieten lauern. Das trifft sich gerade sehr gut. Der Angriff, der da trifft sich gerade nicht so gut. Okay, müssen wir ein bisschen nachhelfen. Hoffentlich sind sie jetzt schnell genug im Wald. Die Pioniere sollten eigentlich schon mitgehen. Wir haben so die Vickers-Ding weggeschossen. Ja, das sieht sehr gut aus, wie ich es mir gedacht habe. Wunderbar, genauso habe ich es mir vorgestellt. Okay. Dann haben wir da die nächsten französischen Panzerlein. Die werden wir auch noch so erledigen. Ach, der deutsche Bunker schießt auch ein bisschen. Ach, der deutsche bunkert sich hier gut ein. Na gut. Ist sicherlich nicht verkehrt. Erstmal die französischen Sumur-Panzer erledigen. Danach müssen wir mal schauen, wie wir weiter voranrücken werden. Irgendwie sicherlich. Vielleicht mit einem Panzerangriff hier vorne. Ja, jetzt, wenn nicht so viel auf einmal kommen würden, dann würde ich es auch locker wagen. Okay, die Panzer sind neutralisiert. Okay. Dann warten wir, bis die vorbei sind. Genau. Gehen wir mal hier vorne ins Wäldchen rein. Du kannst hier vorne Aufklärung fliegen. Damit ich immer sehe, was da so los ist. Und du kannst hier vorne Aufklärer sein. Und du gehst mit. Sollst du nicht untödlich rumsitzen. Ah. Gut, dass ich, ne? Keine Flugzeuge so weit reinschicke. Aber trotzdem müssen wir die erstmal ausräuchern.
weiß noch nicht ganz genau, wie ich jetzt das Hauptquartier vorne neutralisieren werde. Irgendwie sicherlich. Aber wir müssen mal was Schönes überlegen.